Ach, nun geht das zweite Jahr mit Corona zu Ende. Und schon haben wir wieder was ganz Neues. Omikron aus Afrika. Jetzt ist das wieder im Gebüsch, also jetzt geht das wieder los. Und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Es gibt viele, die sich nicht impfen lassen wollen, aber die nehmen ja keine Rücksicht auf die anderen. Das ist denen egal, was passiert. Und so einen kleinen Pieks, den könnte doch jeder vertragen. Da hätte Bock doch gar keine Angst zu haben. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, darum geht es jetzt nicht. Aber es macht sich auch für unsere kleine Arminia bemerkbar, dass jetzt weniger Zuschauer bzw. fast gar keine Zuschauer mehr rein dürfen. Das macht sich finanziell wirklich, wirklich ganz stark bemerkbar. Die ganz Großen, die haben noch eine kleine Reserve, Arminia hat sie leider nicht. Naja, aber da müssen wir nun mit leben. Und wir haben ja ein gutes Management, jedenfalls wie sich das rausgestellt hat, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wie ich es immer gedacht habe. Ja, und jetzt kommt das alles zum Tragen, was ich vorher verteufelt habe. Denn als Arminia nun wirklich die Bundesliga geschafft hatte, da haben wir alle gedacht, naja, jetzt mit der Truppe, da ist schon was los, also da kann man schon was machen. Und man dachte ja wirklich, die reißen das jetzt auf und dass sie einen guten Mittelfeldplatz bekommen. Wie Bochum und wie die anderen alle. Aber naja, hat sich leider nicht so ergeben. Das war ein ganz, ganz schlechter Anfang für Arminia. Ja, ja, aber trotzdem haben sie uns ja noch kurz vor Weihnachten 6 Punkte unter den Weihnachtsbaum gelegt. Jedenfalls, das war wirklich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Das haben wir schon lange nicht mehr von Arminia gekriegt. Und darum sind wir froh und stolz, dass es so gekommen ist. Und hoffen jetzt für das neue Jahr, dass es für die Truppe besser wird. Viel, viel, viel besser. Also schlechter kann es nicht werden. Naja, und dann wollen wir hoffen, dass wir gesund bleiben. Und ich wünsche euch allen alles Gute, Gesundheit. Naja, Geld werdet ihr hier wohl haben. Oh, müsst ihr das unter dem Schrank wegholen. Das ist, ja, naja, ist egal. Jedenfalls alles Gute und noch besondere Grüße an unseren Froschkönig und seine Frau. Alles, alles Gute. Wir haben uns lange nicht gesehen und an Fino auch noch einen schönen Gruß. Und ich wünsche euch für 2022 wirklich das Allerbeste und vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das Wichtigste von allem. Also macht es gut.
Leben.